Hallo, liebe Freunde der leichten Unterhaltung, euer Tomcat hier. Heute gibt es ein Special-Video. Ich möchte euch mitnehmen in eine Zeit, in der es noch keine Aprilia gab. Womit hat der Tomcat denn angefangen? Deshalb machen wir so eine kleine Zeitreise. Ich hoffe, euch gefällt das Video. Und wenn es euch gefällt, lasst gern einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht zu abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt. Schreibt Kommentare und die Glocke aktivieren, damit ihr keinen Content verpasst. Dranbleiben! Ja, da ist es nun, das gute Stück. Und was soll ich sagen? Also ich würde es ja für eine Ducati halten. Bin mir aber nicht sicher. Und ihr könnt mir ja mal schreiben, was ihr denkt, was es sein könnte. Nein, wir kommen schon zur Auflösung. Keine Sorge, ihr müsst nicht Rätsel raten. Aber erstmal zu den Details dieser Maschine. Ihr seht hier, das Ding hat schon links und rechts zwei fette Scheiben und die Bereifung, die ist auch schon nicht übel. Ja, Motor ist so lala, geht so und hat hier rot eloxierte Griffe, sieht auch nicht schlecht aus, also ist gebraucht, ne? Also ich bin damit halt im Grunde schon eine Weile gefahren. Ja, was haben wir denn jetzt eigentlich hier? Ich mag es noch gar nicht verraten. Schaut euch erstmal diesen fetten Hinterreifen an, der hat es auch in sich. Ebenfalls hier eine Scheibenbremse und Leute, schaut euch das an. Und das, also ehrlich, das ist doch Ducati oder nicht? Ja, würdet ihr was anderes sagen? Ja, und wir werden immer Folgendes machen. Ich werde jetzt mal die Maschine anmachen und dann könnt ihr mal hören, ob sich das wie eine Ducati anhört. Und ja, dann schauen wir mal, was dabei so herauskommt. So, ich stelle mal das Ding hier so ab, ohne dass ich euch schon zu viel verrate von dieser ganzen Sache. So, und wir schmeißen jetzt mal die Maschine an. Ganz muss ich auf das Bein steigen. Die Leistung eher nicht. Okay, kommen wir zur Auflösung des Rätsels. Was sich Tomcat nach dem Roller gekauft hat, ist eigentlich das hier. Also das habe ich selber gemacht, ne? Weil damit das nicht ganz so blöd aussieht. Also es ist so 50 Kubik und hat voll LED, also Rückleuchten, Blinker, Frontscheinwerfer, hier Blinker auch und Frontscheinwerfer, alles LED. Das ganze Ding ist von, jetzt können wir es mal auflösen, Yamazaki. Ja, das ist die YM50 Mercury, also die RE10 Mercury, Baujahr 2019.
Das hat sich Tom Kitten mal gekauft. Damit hat er angefangen, richtige Rennmotorräder zu fahren. Echt geil. Und der Witz an der ganzen Geschichte ist, dieses Bike kostet, so wie es hier steht, mit Lieferung 2000 Euro. So. Ist ausgelegt für 350 Kubikzentimeter. Also das Bike kann tatsächlich mit einem Motor ausgerüstet werden, ohne dass ich irgendwelche Veränderungen an dem Fahrzeug vornehmen müsste, wo der Motor halt 350 Kubikzentimeter haben kann. Ja? Müsste man dann alles eintragen und so weiter und so fort, müsste man extra TÜV und tralala pipapo, ist eine andere Geschichte. Ich habe die heute schon geputzt, also ja. Antreten musste ich sie heute früh auch, weil ich habe sie ja wie gesagt lange nicht mehr gefahren. Seitdem ich die Aprilia habe, habe ich das Ding nicht mehr angefasst. Die hat noch einen Kickstarter. Da funktioniert das noch. Die Batterie war alle. Und ja, da muss man dann halt ein bisschen sehr lange hier hin und her pumpen, bis dann mal irgendwas kommt. Aber die ist gekommen und jetzt ist die Batterie wieder eingefahren oder vollgeladen. Und jetzt funktioniert diese Maschine auch wieder. Was gibt es noch dazu zu sagen? Sie ist, wie ihr gehört habt, unheimlich laut. Und man hat echt tatsächlich ein bisschen so die Probleme, wenn man an der Polizei vorbeifährt, weil man immer gleich Angst hat, man wird angehalten. Aber an sich ist das doch ein schnickes Bike, oder? Also mir hat sie damals gefallen, deshalb habe ich sie auch gekauft. Und leistungstechnisch, naja, 50 Kubik, Leute. Ja, ja. Tomcat wäre nicht Tomcat, wenn er nicht immer irgendwas Kleines, Illegales tun würde. Die ist schneller. Und zwar gibt es einen kleinen Trick. Da muss man nicht mal viel großartig CDI tauschen, brauchst du gar nicht alles. Das brauchst du bei der Maschine nicht machen. Da wird einfach nur so ein Kabel gelöst und schwuppdiwupp läuft die plötzlich standardmäßig 60. Und wenn sie richtig warm ist und ja, Gegebenheiten wie kein Wind und so weiter und so fort. Ich habe sie also schon auf 70 gehabt. Aber das ist natürlich nicht legal. So, zumindest nicht für die, oder eigentlich ist es nicht egal, ist es grundsätzlich nicht legal, aber für die Leute, die nur einen M-Führerschein haben, die dürfen ja nur maximal 45 km/h schnell sein. Es sei denn, sie fahren eine Simson. Und das wäre dann der Bauart bedingt genehmigt, weil die halt von früher schon so schnell gelaufen sind. In dem Fall würde dann hier das Fahren ohne hinzukommen, also fahren ohne Fahrerlaubnis und oder fahren ohne der richtigen Fahrerlaubnis und der Versicherungsschutz würde wegfallen. Gibt tatsächlich die Möglichkeit, diese Dinger auch wirklich bei der Kraftfahrzeugzulassungsstelle anzumelden mit großem Kennzeichen. Deshalb, wie gesagt, dieses Kennzeichen hier hinten dran, ja, das große B mit dem kleinen D. Und da kann man also wirklich tatsächlich hingehen zur Versicherung und sagen, ich möchte meine 50 Kubikzentimeter mit einem großen Kennzeichen anmelden, weil ich möchte, dass die schneller fährt als 50. So, dann gibt es kein Problem mehr. Ja? Dann kriegt die neue Papiere und dann ist okay. Ja? Eventuell kommt dann nochmal ein TÜV-Gutachten, aber das, Leute, wird wahrscheinlich in Zukunft sowieso passieren. Ja, selbst 50 Kubikzentimeter werden irgendwann jetzt dann auch
beim TÜV erscheinen müssen, um geprüft zu werden. Ja, das ist Tomcats heißes Eisen. Und wie heiß das ist, das zeige ich euch. Denn dann fahren wir mal mit dem Ding durch die Gegend. Und dann könnt ihr mal versuchen, mich noch zu verstehen. Ich glaube, das ist mit dem Motorengeräusch fast unmöglich. Aber wir probieren es einfach. Und ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß wie ich. So Jungs, dann wären wir ready to rumble. Also, wir steigen jetzt aufs Bike und dann geht das nochmal richtig rund. Ja, ich hänge ja immer so sehr an meinen Sachen, die ich gekauft habe. Deshalb überlege ich tatsächlich wirklich das Ding, ob ich das Ding verkaufe oder nicht verkaufe. Was will man von dem Chinesen erwarten? Da kriegt man nicht mehr viel für. Ihr habt 2000 Euro gekriegt, keine Ahnung. Würdest du dann lieber... Ach, ich wünschte, ich hätte irgendwie so einen Raum, so ein... Ja, so ein... Wie es so in Autowerkstätten oder so Autoverkaufshallen gibt, so eine Verkaufshalle, wo ich dann mein Bike da so reinstellen könnte. Oder meine Bikes. Ja, wo sie dann immer schön warm und trocken stehen und ich sie mir dann immer wieder angucken kann. Weil wie gesagt, das Ding ist, für meine Begriffe ist das ein ganz, ganz nices Gerät. Also diese Chinesen haben da sich wirklich richtig Mühe gegeben, zumal die Front. Also wie gesagt, man wird tatsächlich, mit dieser Front wird man tatsächlich gegrüßt, weil man denkt, da kommt einem eine Ducati Panigale entgegen. Und auch so von der Seite und die Heckpartie. Ja, okay, der riesen Kennzeichenhalter, aber der ist jetzt, sage ich mal, nicht so monströs, dass der sehr, sehr auffällig wäre. Ich finde es einfach schick. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, was ihr von dem Ding haltet. Und ihr könnt mir auch gerne schreiben, soll ich sie behalten oder soll ich sie verkaufen? Gut. Jetzt aber erstmal rauf aufs Bike und dann fahren wir mal eine Runde. Ja, großer Tank aus Blech, kein Plastik. Und die fährt sich auch wunderbar. Also man fährt da wirklich ja, sehr, sehr sportlich auch mit. So, und dann geht das los. Zündschlüssel rum, also über die Kontrollleuchte müsst ihr euch nicht wundern, die brennt schon seit ewigen Zeiten, da fehlt nicht wirklich Öl. Und ihr seht schon, ich bin da 1800 Kilometer schon gefahren mit dem Ding. Ja, seit der Aprilia halt eben nicht mehr. Und jetzt legen wir mal los. Also den ersten Gang, da müsst ihr nicht so viel ziehen, weil da kommt nicht so viel. Die kommt tatsächlich erst so ab dritten Gang bis vierten Gang. Also dritter, da kann man schon ziehen. Im vierten Gang kann man sie richtig ausziehen. Und Leute, die hat nur vier. Und man kommt immer wieder in den Genuss, gerade wenn die jetzt so schnell ist, dass man gerne nochmal schalten möchte. Ja, die Drehzahl, der ist bei 10.000, da möchte man gerne nochmal einen fünften. Nein, da ist kein fünfter. Gibt es nicht. Gibt keinen fünften Gang. Aber geile Schräglage. Man kann wirklich gut mit dem Ding um die Ecke zocken. Ja, diese Griffe, die, wie gesagt, die Hebel, die sind nicht mehr original.
sind aber eindeutig bequemer. Oh, mein Band. Oh, mein Band. Oh, mein Band. So. Ja, die sind eindeutig bequemer als die Originalen. Das ist ja bei der Aprilia auch so. Ja, die Original Aprilias, die sind mir viel zu groß. Und die hier, die kannst du wirklich mit zwei Fingern bedienen. Und guck mal, wie die abgeht mit 62. Und dann der Sound dabei. Also es ist unglaublich. Unglaublich. So, jetzt müssen wir die Lampe mal ein bisschen langsam machen. Wenn nicht auffallen. Schön 45 fahren, weil ich habe da hinten gerade die Polizei gesehen. Und ja, die sind aber weg. Aber wie gesagt, das ist halt, weil die auch so laut ist, kommt man da, hat man da mal sehr schnell schlechtes Gewissen, wenn man da die Polizei irgendwie sieht. Weil die kommt dann da ganz schnell mal auch auf die Idee und sagen, sag mal, tut das Not, dass das Moped so laut ist? Aber damit bin ich gefahren, die ganze Zeit. Damit habe ich auch meine ersten Erfahrungen gesammelt. Und man sitzt hier richtig geil drauf. Das ist wirklich, das ist sehr bequem. Und das Ding ist so wendig. Ich meine, die wiegt wahrscheinlich genauso viel wie die Aprilia. Aber trotzdem ist die unheimlich wendig. Und macht Laune. Wenn sie nicht so laut wäre, verdammt nochmal. Aber ich wollte sie ja mit diesem Auspuff haben. Wirklich, ich habe mir viele, viele Roller und 50 Kubikzentimeter angehört. Und die waren alle nicht so laut wie die. Das hier, das grenzt schon an Lärmbelästigung. Definitiv. Und die wird nicht leiser, wenn die wärmer ist. Könnt ihr knicken. Tja. Jetzt hatten wir es wieder. Ich wollte den fünften schalten. War aber nicht. Da ist keiner. Ja, das wäre natürlich auch wieder so das ideale Bike, wenn in Großstädten wie Berlin, Hamburg, München es heißt, ihr dürft nur noch 30 fahren. Jetzt wir 30. So, kannst du hier alle Gänge durch? Ich bin schon im vierten. Man fällt immer wieder drauf rein. Wenn du nur noch 30 fahren darfst, ist das. Was brauchst du denn noch mehr? Eigentlich brauchst du gar keine Motorisierung mehr, dann kannst du es auch mit dem Fahrrad fahren. Aber. Euer Tomcat wollte euch ja nur mal zeigen, mit was er so durch die Gegend gefahren ist. Und jetzt könnt ihr euch amüsieren. Und man hat wirklich, also ich ziehe am Gashahn und eigentlich schreie ich das Moped an, innerlich. Ja, der Hund bellt schon.
schreie ich das Moped eigentlich innerlich schon an und sage, sei endlich leise. Er hier. So. Ja. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, ihr fandet es genauso lustig wie ich. Diesmal ging es ja mal nicht um Informationen, sondern dieses Video war rein für den Spaß gedacht. Die Leute gucken mir wahrscheinlich auch alle hinterher. Ich kann aber nichts dagegen tun. Das ist alles original. Ich kann nur sagen, genießt noch den schönen Tag. Ich stelle das Moped jetzt in die Ecke und werde mich wieder um meine Aprilia kümmern. Und verbleiben wir damit, dass ich euch sage, euer Topkin ist raus, ciao wieder und tschüss wieder.